So, hallo und herzlich willkommen wieder bei Skulking. Heute erkläre ich euch, wie man Brüche multipliziert und dividiert, das heißt mal und geteilt nimmt. Fangen wir an mit der Multiplikation, also dem Mal nehmen. Man hat einen Bruch, 3 Viertel mal 9 Achtel und möchte ihn mal nehmen, also multiplizieren. Das heißt, wir rechnen Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Das ist immer so und das bleibt auch so. Also 3 mal 9 ist 27 und 4 mal 8 ist 32. Ein anderes Beispiel hier. 4 Siebtel mal 3 Achtel, wieder Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner, also 4 mal 3 sind 12 und 7 mal 8 sind 56. Das bleibt immer so, das ist nicht schwer, immer merken, Zähler mal Zähler und Nenner mal Nenner. Kommen wir zur Division, die ist auch einfach. Wir haben hier zum Beispiel 3 Viertel geteilt durch 6 Siebtel. Das sieht zwar schwer aus, heißt aber nur, dass wir diesen Bruch mal den Kehrwert von diesem Bruch nehmen. Kehrwert heißt, der Nenner kommt in den Zähler und der Zähler in den Nenner. Das habe ich hier unten aufgeschrieben, das heißt 3 Viertel, der erste Bruch bleibt, mal 7 Sechstel. Wir vertauschen die einfach, das ist der Kehrwert. Und dann rechnet man mal 3 mal 7 gleich 21 und 4 mal 6 gleich 24. Also hier merken, Kehrwert nehmen und dann statt dem geteilt noch ein Mal und dann hat man 3 Viertel mal 7 Sechstel. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne auf Instagram und auf meinem Blog vorbeischauen, falls es euch interessiert. Danke und bis bald.